Wir leben auf der Oberfläche einer Kugel, die einen Durchmesser von 12.742 Kilometer hat. Die Oberfläche misst 510 Millionen Quadratkilometer. Theoretisch hat auf der Erde jeder Mensch 68.000 Quadratmeter. Es gibt immer noch unentdeckte Orte auf der Erdoberfläche. Was ist dann mit dem Inneren unserer Kugel? Was ist dann mit den ganzen natürlich entstandenen Hohlräumen auf dem Planeten? Den Höhlen? Wir werden aber auch im Verlauf des Videos über Höhlen reden, die von Menschen gemacht worden sind. Eine Höhle ist eigentlich laut Definition ein natürlich entstandener unterirdischer Hohlraum, der mindestens 5 Meter lang ist. Diese natürlichen Höhlen entstehen durch Erosion, also die Hohlräume werden durch Wasser geformt. Auch entstehen Höhlen durch Kohlensäure, welche vom Regenwasser beim Versickern in den Boden aufgenommen wird und somit den Kalkstein über Jahre auflöst. Noch interessanter sind Höhlen, die durch Bakterien entstanden sind. Die Lechuguilla-Höhle in New Mexico ist so eine Höhle. Die Bakterien scheiden nämlich Schwefelsäure aus, weil sie sich von Schwefelwasserstoff ernähren. Dass so winzige Wesen über Jahre solch gigantische Höhlen bauten, faszinierte die Wissenschaftler. Die längste Höhle befindet sich in den Vereinigten Staaten und ist 644 Kilometer lang. Das ist ungefähr die Entfernung zwischen Hamburg und Stuttgart. Sie wurde über mehrere Millionen Jahre durch Wasser geformt. 1938 wurde diese Höhle von Franklin Gorin gekauft und seitdem als Touristenattraktion benutzt. Die tiefste Höhle dagegen ist in Georgien und ist 2197 Kilometer tief, vermutlich sogar noch tiefer. Der Eingang zur Höhle befindet sich im Gebirge in einer Höhe von 2250 Metern. Von dort aus gibt es über 100 Meter tiefe senkrechte Schächte, die zu unterirdischen Wasserfällen und Seen führen. Es ist eine faszinierende neue Welt unter der Erde, die natürlich auch noch Geheimnisse birgt. In China befindet sich die tiefste Sinkhöhle der Welt. Sie ist 666 Meter tief. Oben hat sie einen Durchmesser von 622 Meter, am Grunde 522 Meter und insgesamt ein Volumen von 120 Millionen Kubikmeter. Topografisch gesehen ist diese Grube ein gigantischer Karsttrichter. Unter dieser Sinkhöhle ist ein unterirdischer Fluss, der aus einem 37 Kilometer langen und 900 Meter tiefen Riss fließt. Es ist somit der tiefste und längste Karstriss weltweit. Weltweit kommen Forscherteams hierher, um es zu erforschen. Man hat auch schon was geschafft. Es wurden über 1000 neue Pflanzenarten und viele Tierarten entdeckt, wie zum Beispiel der getrübte Leopard. Wer weiß, was es noch für unentdeckte Phänomene in dieser unterirdischen Welt gibt. Höhlen sind größtenteils stockfinster. Fledermäuse, die dort leben, schaffen sich ein genaues Bild der Umgebung durch die Reflexion ihrer Ultraschalllaute. Der Cave Angelfish lebt zum Beispiel in den Wasserfällen von Höhlen und ernährt sich von Bakterien. Man darf nicht denken, dass unter der Erde Leben unmöglich ist. Dass die Unterwelt so lebensfeindlich ist, wie man immer sagt, bezweifeln schon einige Wissenschaftler. In der eben erwähnten Lechuguilla-Höhle in New Mexico, welche von Bakterien gebaut wurde, fand man sehr viele erstaunliche Arten von Pilzen und Bakterien. Man vermutet, dass in diesen Tiefen mehr nützlicher Artenreichtum, sprich Mikroorganismen und so weiter, befindet, als auf der Oberfläche der Erde. Gifte zum Beispiel, die diese Mikroorganismen produzieren, könnten in der Medizin sehr nützlich sein, um Medikamente gegen gefährliche Krankheitserreger aus der Oberwelt zu entwickeln, die die Gifte aus der Unterwelt nicht kennen. Sicher gibt es Höhlen, deren Eingänge versperrt sind oder unentdeckt sind, vielleicht auch für immer bleiben werden. Aber wenn Eingänge existieren, sind es Tore in die Unterwelt.
Immer wenn Forscher in diese Tiefen eindringen, ist es eine seltsame Entdeckungsreise. Und immer befindet man sich an einem Bruchteil der Erdkruste, die 35 Kilometer dick ist. Und dann sind es noch 6.336 Kilometer bis zum Erdmittelpunkt. Hier merkt man wieder, wie klein wir allein auf unserem Planeten schon sind, welcher nicht mal ein Punkt allein in unserem Sonnensystem ist. Die Menschen suchen im Weltall nach außerirdischem Leben, weil unsere Existenz so unwahrscheinlich ist. Aber haben wir denn alle Menschen auf der Erde schon entdeckt? Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden hatte Zugriff auf Informationen, die nicht jedem Menschen gegeben werden können. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass die NASA mit Leichtigkeit jedes Telefonat abhören und durch jede Handykamera schauen kann. Und noch viele andere weltbewegende Fakten, über die wir in einem anderen Video auf jeden Fall reden werden. Zu unserem heutigen Thema behauptet er, dass viele Dokumente existieren, die bestätigen, dass seit langem unter der Erde eine menschliche Zivilisation lebt, die viel weiterentwickelt ist als wir. Für diese Zivilisation seien wir Menschen, die auf der Oberfläche der Erde leben, Menschen mit niedrigem Status. Sie bevorzugen es, auch weiterhin unter der Erde zu bleiben, um sich so vor den schlechten Ereignissen zu bewahren, die auf der Oberfläche passieren. Ihrer Ansicht nach sei das Leben unter der Erde normaler und hätte eine höhere Lebenserwartung. Sie sollen in der Technologie viel weiter sein als wir und ebenfalls Sonne, Meere, Kontinente, Nahrung und so weiter haben. Die Regierung auf der Oberfläche versuche aber die Existenz dieser Menschen zu verheimlichen, aus welchem Grund auch immer. Es sollen aber geheime Eingänge in diese Unterwelt existieren, die nur sehr wenige Menschen kennen. Es gibt sogar Erzählungen von Menschen, die angeblich schon dort waren. Zum Beispiel sollen die Nazis versucht haben, reinzukommen. Wurden aber nicht reingelassen. Laut dem Islam und dem Christentum soll gegen Ende der Welt als Zeichen der Apokalypse eine gewaltige Invasion stattfinden, und zwar von den zwei bestialischen Völkern Gog und Magog. Diese werden zerstörend über das Land ziehen und fast die ganze Menschheit vernichten. Sie sollen kleine Augen und große Ohren haben. Die Schriften besagen, jeder von ihnen wird 1000 Kinder haben. Man fragt sich nur, woher so viele unverwechselbare Menschen herkommen können. Deswegen spekulieren viele Experten, auch aufgrund einigen Beschreibungen, dass diese Menschen unter der Erde leben. Warum man genau dies spekuliert und noch viel mehr über diese zwei Völker erfahren wir im nächsten Video.